Urlaub ist in unserer Kultur ein seit vielen Jahren eingelerntes Kulturmuster. Das heißt, dass auch die Erwartungen, die Träume natürlich quasi erlernt sind. Und in der Situation, trotz Lockerung, stellen sich, glaube ich, in erster Linie mal den Menschen Fragen, weil sie eben ihre Sehnsüchte, ihre Träume, ihre bisherigen Reisemuster nicht weiter so verfolgen können, selbst trotz Lockerung. Ob das jetzt eben die Sehnsucht nach der Ferne, nach der Exotik ist oder auch im österreichischen Raum nach der Gemütlichkeit. Das heißt, die Menschen haben im Augenblick sehr viel Orientierungsbedarf, was gleichzeitig aber wieder für die Tourismusindustrie eine Riesenchance darstellt, weil dann eben entsprechend gut aufbereitete Antworten hier einen echten Marktvorteil darstellen. Was kann ich machen? Wie kann ich unter den gegebenen Umständen eben meine Bedürfnisse am besten erfüllen? Und je klarer sich die Wirklichkeit eben dem betreffenden Kunden darstellt, desto eher kann er sich dann seiner Freiräume bedienen und das seinem Bedürfnis gemäß gestalten. Also die große Herausforderung wird sicher für die Menschen sein, kann ich meinen gewohnten Auslandsurlaub wahrnehmen? B, wenn nicht, was ist die entsprechende Alternative? Und ich glaube, dass hier Österreich eine Riesenchance hat. Wir haben unglaublich reiche und vielfältige Naturräume. Wir haben führende kulturtouristische Angebote. Aber hier geht es eben wirklich darum, auch das entsprechend aufzubereiten. Das heißt, das eine ist, hier Signale zu senden, die an den Erwartungen, Hoffnungen, Träumen anknüpfen. Und in dem Augenblick, wenn man sozusagen den richtigen Trigger anspricht, dann wird sich für den Kunden genau diese Antwort von selber ergeben. Die andere Geschichte ist natürlich dann so diese praktische Umsetzung, wenn ich mal ein Glas Wein trinken gehe und so weiter. Also wie kann ich dann diese Gemütlichkeit umsetzen? Ich denke, dass hier die Menschen schon sehr lernfähig sind und wenn sie die Wahl haben, zwischen daheim sitzen zu bleiben oder eben mit Einschränkungen etwas wahrzunehmen, ich glaube, das wird nicht die große Herausforderung sein. Im Grunde genommen geht es darum, was ein guter Unternehmer immer wieder machen muss. Ich muss mir hinsetzen, ich muss mir überlegen, okay, was macht den Kunden glücklich, was braucht er, was kann ich leisten, wie kann ich das aufbereiten? Das kleine Einmaleins eines guten Marketings. Wenn die Grenzen also wieder geöffnet werden, wird natürlich, da springen dann wieder die alten Träume an. Ja? Das haben wir den Menschen auch lang genug eingetrichtert. Aber es wird sicher weiterhin mit größeren Schwierigkeiten verbunden sein, mit Unsicherheiten. Angst ist ein ganz zentraler Faktor im Urlaub, also besser gesagt die Angstfreiheit. Und hier wird ein großer Anteil des Klientels tatsächlich nach sozusagen angstfreien Alternativen suchen. Auch das wiederum stellt eine riesengroße Chance für den österreichischen Tourismus dar. Letztlich, was ist Tourismus? Tourismus ist ja ein Konstrukt von Illusionen, das eben auf die Erwartungen des Kunden zugeschnitten ist. Ja, wir haben auch Erlebniswelten, die irgendwo in die Landschaft hineingebaut werden. Natürlich, wenn das stimmig ist, ins Umfeld angepasst, dann ist es auch sehr viel erfolgreicher. Aber hier muss ich nur die entsprechende Übersetzung zustande bringen. Und Tourismus ist im Wesentlichen Kommunikation. Und ich meine, was Österreicher und Österreicherinnen, glaube ich, weltweit besonders qualifiziert, ist der Charme, der Schmäh. Und das sollte, glaube ich, den österreichischen Touristikern gelingen.